Und ihr merkt auch, die Musik ist anders. Ein bisschen böser, würde ich sagen. Und wir kriegen Münzen. Davon können wir uns coole Sachen kaufen. Sagt er zumindest. Diese Grabsteine nerven total. Da kann man nichts drauf bauen. Jetzt haben wir ihn seine Zauberung geklaut, wie ihr oben gesehen habt, und jetzt auf einmal wird er richtig schnell und aggressiv. Ja, was soll man zum Spiel sagen, ne? Schaut einfach zu. Ich weiß auch irgendwie nicht mehr, was ich sagen soll, deswegen bin ich auch die ganze Zeit so still. Und das Spiel zieht mich auch wieder total in seinen Bann. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht böse auf mich, dass ich die ganze Zeit nichts sage oder so. Aber das Problem ist, ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ja, ja, und die Pilze halten extrem wenig aus. Aber wie auch die Level zuvor, haben wir auch dieses geschafft. Und kriegen einen gelben Pilz. Was macht der? Er kostet uns 25 Sonne. Aber was macht er? Er gibt uns nur erst kleine Sonne und dann danach gibt er uns große Sonne. So. Und wie es nächstes Mal in Level 2 von 2 weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Also Leute, freut euch und vergesst nicht das Kanalkommentar. Den Kanalkommentar. Entschuldigung. Also Leute, see you later. Welcome back, Freunde der Nacht! Hier bin ich wieder und zocke wieder mit euch Plants vs. Zombies Level 2 von 2. In der Nacht geht es nun weiter. Ja, Geld sammeln. Ich habe keine Lust, das jetzt immer vorzulesen. Das ist stinklangweilig. So. Was nehmen wir denn noch mit? Den Verlangsamer. Seht ihr? Erst kleine Sonne und dann danach gibt er größere gleich. Ganz süß. Ja, ich hatte jetzt nur ein bisschen gewartet, weil ich nicht wusste, ob er das schafft. Aber er hat es ja so gerade eben noch geschafft, deswegen
mache ich mir da keine Sorgen. Und sie schreien alle nach unserem Gehirn. Und ja, ich kann nicht mehr so laut sein, weil unsere Wände hier sind total dünn. Und die würden das alle hören. Deswegen bin ich jetzt lieber ein wenig leiser. Aber ich denke, man hört mich trotzdem noch gut genug. Seht ihr, jetzt ist der oben links der Pilz schon richtig groß geworden. Und der gibt jetzt genauso viel Sonne, wie eine normale Sonnenblume hätte gegeben. Oh, ich glaube, bei denen mit der Blechbüchse auf dem Kopf wird das ganz schön knapp. Aber bis jetzt haben wir ja genug von allen. Also, das dürfte bis jetzt noch kein Problem darstellen. Ja, und schon wieder kriegen wir Geld. Wir haben jetzt schon 390. Wir schießen sie alle ab. So wie es sich gehört. Wir lassen sie nicht zum Haus kommen und geben ihnen keine Chance, unser Haus in Schutt und Asche zu legen. Nicht wahr? So. Jetzt setze ich einfach aus Jux und Dullerei hier vorne noch ein paar Pilze hin. Weil ich's kann.
So. Ich denke mal, das sollte doch noch reichen. Ich sammle jetzt eigentlich einfach gemütlich die Sonne ein. Und wir schauen zu, wie wir auch den letzten Blechhelm-Zombie töten werden. So, und was kriegen wir? Einen großen, dicken Pilz. So, der hat eine besondere Fähigkeit, und zwar kann er durch Türen schießen. Was für Türen ich meine, sehen wir bestimmt jetzt. Genau, diese Gittertüren hier. Screen Door Zombies. Die können wir damit ganz locker durchschlagen.